Scheiß. So, zack, das können wir auch mal übertragen. So, was haben wir jetzt noch nicht benutzt? Ich habe ja so ein paar Sachen wahrscheinlich einfach schon mal gemacht, als ich hier war. Das heißt ja nicht, dass man das nicht trotzdem ins Labor stopfen kann. Seht ihr? Seht ihr? So, und jetzt ist hier, glaube ich, gleich Feierabend. Jetzt ist Feierabend, glaube ich. Huhu! Das hat uns stattliche 240 Science direkt schon mal gebracht. Und dieses Ding hier, das Labor, hochgeboostet auf 730 Data Points, die dort umgearbeitet werden können. Das heißt, wir können jetzt 4,9, also fast 5 Science pro Tag machen. Das würde auch beinhalten, dass wir uns vielleicht mal einen zweiten Wissenschaftler herorganisieren, sobald wir das mit der Habitation in den Griff bekommen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ich mag diese Raumstation. Jetzt schon sehr. What's next? Jetzt brauchen wir das Pendlerschiff wahrscheinlich, ne? Oder wir gehen jetzt erstmal einkaufen mit unseren Wissenschaftspunkten. Genau. Wir gehen einkaufen mit unseren Wissenschaftspunkten. Und guck mal, was man dafür kriegt. Also ob man dafür schon was kriegt. Oder ob man dafür noch nichts bekommt. Es gibt noch Sachen in der 160-Punkte-Kategorie, die wir nicht haben. Das ist einmal kleinere, lustige Antriebe. Prinzipiell auch nicht schlecht für so kleine Raumschiffe. Vor allen Dingen, weil das radial attached sind. Was ist das denn abgefahren? Das Orbital Assembly. Ja, verrückt. Da bin ich ja schon fast angekommen, ne? Guck mal. Oh. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Luca, Felix, vielen lieben Dank für dein Abo und dir ganz viel Spaß beim Zugucken. Ja, geil, ein Assembly Plant. Damit kann man dann wahrscheinlich Sachen herstellen, ne? Ja. Oh, warum habe ich mich da schon so durchgeasselt? Was habe ich hier gekriegt? Ach, das waren die Flexotubes, oder Kirby Trails heißen sie ja korrekterweise. Abgefahren. So, das ist dann aber schon 300 hier. Das heißt, auf der 160er habe ich höchstens noch mediumgroße Ducted Fan Engines oder diese kleine Propulsion-Sache. Ich würde mal das Precision Propulsion tatsächlich kaufen, glaube ich. Oder spare ich auf irgendwas Cooles? Was kommt denn hier unten? Unmantech? Nee, ich meinte eher so in der Heat Management. Hier ist es, glaube ich. Long-Term Habitation. Das ist aber eigentlich das, worauf wir sparen sollten, ne? Das macht es für Duna halt interessant. Und für unsere Raumstation. Weil guck mal, hier sind diese ganzen krassen, heftigen Kolonisierungsmodule drin. Also die so stehen, die könnten wir wahrscheinlich auf irgendeine Basis draufstellen. Was gibt es hier noch Auflassbares? Expandable Habitat. Das ist natürlich der Burner für unsere Raumstation. Da kann man einfach mal Leute reinstopfen. Ja, lasst uns mal die 1000 sparen erstmal, glaube ich. Das hilft uns richtig weiter. Weil wir haben jetzt erstmal diese kleinen Monopropellant-Engines, mit denen können wir arbeiten. Wir sparen auf Long-Term Habitation. Was ist das hier? Ah, das ist das Logistik-Center. Guck mal. Mit dem können wir dann, wenn ich es richtig verstanden habe, allows the vessel and the resource warehouse attached directly to it to participate in planetary logistics, taking or storing resources in planetary stockpiles. Und dann müssen wir wahrscheinlich so ein Logistikcenter auch nochmal in irgendeiner Form, vermute ich jetzt mal, gibt's das hier auch, Colonization Medical Bay, Logistics Module, das ist es doch dann, oder? Allows the vessel to participate in planetary logistics. Okay, cool. Das heißt aber, dass das dann die beiden Sachen sind, die wir brauchen. Wenn wir das hier auf die Basis bekommen, 1500, und das hier unten auf dem Boden, dann, wartet mal, gab es hier nicht vielleicht einfach noch ein Logistikteil, was, nee, also okay, das Bodenlogistikteil ist echt ein bisschen beschissen, ne? Aber hier gibt es eins für unten, für oben, für die Raumstation dann relativ einfach. Das ist cool. Dann haben wir die Möglichkeit, Ressourcen hin und her zu schicken. Genau, 760 Punkte sind jetzt nicht unbedingt unglaublich viel. Zumal wir ja nicht nur ein Labor laufen haben.
Das heißt, wir können uns jetzt mal noch an die, momentan zumindest an die Kiste machen, die hin und her fliegt für, na, für Minmus, dass wir zwischen dem Boden und der Raumstation Personal hin und her schiffen können. So. Was machen wir da Schönes? Was machen wir da draus? Es ist ja nur ein Transferraumschiff. Wir könnten tatsächlich mal wirklich so ein kleines Teil draus bauen. Ich gucke mal, was hier so für lustige Teile gibt. Otter, okay, das sind irgendwelche U-Boote. Na gut, ich muss ne. So eine Crewkabine macht es halt auch wieder echt groß, ne? Vielleicht ist der doch ein bisschen arg winzig. Als ein Stück, was könnte man denn nehmen, um da draußen zu operieren? Wartet mal, brauchen wir? Können wir die Falcon 9 einfach umkonzeptionieren? Wahrscheinlich, oder? Also das Trägerschiff auf der Falcon 9 meine ich damit. Eigentlich muss das doch auch locker flockig mit einigen Abbauten. So. Jetzt speichern wir das mal. Wartet mal, das da unten kann erstmal alles weg. So. So, jetzt heißt das dann aber Minmus. Pendler. So. So, und jetzt können wir doch ein paar Sachen wegkonzeptionieren. Nämlich, wir brauchen da sicherlich keinen Fallschirm. Und wir brauchen auch keine Airbrakes. So. Wir brauchen auch keine keinen Heat Shield. Aber wir könnten ein Landegestell gebrauchen. Und das wäre tatsächlich gar nicht mal so schlecht, das zu nehmen. Gut, jetzt natürlich nicht genau so, weil wir dann wahrscheinlich nirgendwo mehr hinfahren. Müssen wir gleich mal die Treibstoffdinger ein bisschen umkonzeptionieren. So, lass uns doch einfach vier davon nehmen. Minmus. Das sieht tatsächlich relativ cool aus, muss ich sagen. Also jetzt so ein bisschen zurückschieben. Was spräche dagegen, es so zu tun? Ich denke nichts. Na, komm her. Ja, die Düsen und die Beine, das muss ich jetzt gleich noch klären. Alles gut, das ist mir bewusst, dass das gefährlich ist, wie es gerade ist. So, wenn wir die jetzt mal Extended Stabilizers, so. Jetzt müssen wir die Düsen umplatzieren, weil sonst die Düsen tatsächlich, glaube ich, zu einem Problem werden. Und sicherheitshalber würde ich, glaube ich, die Tanks auch ein bisschen reinschieben. Sagte ich ein bisschen? Nein. So. Ein bisschen reinschieben, damit die sich auf keinen Fall mit den
Ah, wie einfach alles durchdreht. Keinen Fall mit den Sachen kneifen, beißen, tüdeln. Oh, verdammte Axt, ich will das da haben. So. Ja, aber so sieht das sogar ganz cool aus, mit so nach außen breiter werdend. Aber wir sind nicht im Weg der Triebwerke. Das sollte dann ganz gut sein. So, das Schöne, warum ich das nämlich auf dieses Landebein-Ding stellen wollte, wäre, hier unten ist ein echt großes Inventory drin. Da können wir Sachen mitbringen. Also da können wir tatsächlich Dinge drin transportieren. Da kann man natürlich auch ganz gut Dinge drin transportieren. So, wir hätten jetzt aber auf Minmus eine Trust-Weight-Ratio von 0,52. Sehe ich das gerade richtig? Das wäre wiederum nicht so gut. Warum? Weil ich nur einen Antrieb mitgenommen habe. Okay, das erklärt viele von den Problemen. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte gerne den Antrieb viermal anbauen. So. Dann haben wir 208. 208 ist sogar eigentlich mehr, als wir brauchen. Jetzt könnten wir mal gucken, ob wir nicht mit drei Düsen. Drei Düsen. Kriegen wir nur eine Konfiguration hin, in der wir relativ exakt zwei dieser Landebeine bespaßen, oder? Nee, haut genau hin, dass es nicht passiert. Sehr schön, dann hätten wir nämlich die Tür da frei. Was ich ja prinzipiell begrüße. Den bräuchten wir dann eigentlich nicht, den Storage Locker, weil wir können unten Sachen reinbauen. So. Jetzt passt mal auf. Ne, Entschuldigung. So, jetzt machen wir hier noch das übereinander. Zack. Damit unsere Rakete zueinander passt. Damit man hier von oben nach unten durchklettern kann. Dann gibt es noch eine Leiter. Ja, jetzt wird es richtig abgefahren. Ich baue jetzt eine Leiter an. Ich weiß, das wird viele von euch verstören. Aber manchmal hilft es ja nichts. So, mal gucken, ob die reicht. Nein. Zack. So, mal schauen, wie gut wir die da runter bewegt bekommen. Oh, ein Golfschläger ist ein tatsächlich sehr valider Einwand. Wir waren lange nicht mehr auf Minmus golfen. Zack. Baue ich jetzt auch noch Licht an? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, so weit zu gehen, Neo. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Das ist ja schon viel, was du da verlangst. Irgendwie. So. Gut. Rundumleuchte. Ihr mal mit euren Rundumleuchten. Die haben es euch echt angetan, ne? Zack. So. Antriebe sind dran. RCS ist dran. Die waren noch ohne Actuation Toggles. Das wollten wir noch korrigieren. So. Als offizielles Minmus-Taxi braucht es auf jeden Fall irgendwas für Langreichweitenkommunikation. Aber ich überlege gerade, ob wir das nicht irgendwie. Das ist ein Direct Transmitter. Eigentlich reicht es, wenn es zwischen der Station und der Raumstation kommunizieren kann. Dann können wir nämlich damit arbeiten. Es hat ja immer Relays auf Minmus, das heißt, es braucht gar keine.
Wenn man landet, dann Sicherheit durch Rundum und Leuchte. Okay, schauen wir mal. Also, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen ein Antennchen hierhin. Dann machen wir eine Lampe dorthin. Als, ich sag mal, Dockinglicht. So, dann sehen wir, was wir docken. So. Rundumleuchte für unten, damit keiner unter das Fahrzeug gerät, wenn es landet. Dockinglicht oben, um zu sehen, wo wir eigentlich hinfliegen. 1186 Delta-V, um hin und her zu kommen. Wir pendeln mit ungefähr 180 Delta-V. Das heißt, das Ding ist fähig. Naja, 5-6 Mal. Also ich denke mal, drei Hin- und Zurückfliege, so Hin- und Zurückflüge sollten wir hinbekommen, bevor wir nachtanken müssen. Das wäre dann unser kleiner Minmus-Pendler. Und der kann dann sogar noch, wie gesagt, immer so ein bisschen Werkzeug und solche Sachen mitbringen. Weil er ein ganz schönes Inventory hat. Gut, dann haben wir gesagt, wir nehmen mal auf jeden Fall einen Golfschläger mit, weil der beantragt worden ist für die Minmus Base. Und wir nehmen auf jeden Fall einen Schraubenzieher mit, weil es nicht schadet. So. Wenn wir da oben rumfliegen, wir benutzen Clumbotron Docking Ports, dann nehmen wir auch mal Docking Ports mit. Einen zumindest für. Um sicherzustellen, dass wir auf jeden Fall einen an der Minmus Base haben. Ground Experiment Pack ist natürlich eine schöne Idee, auch wenn ich die auf Minmus schon mal gemacht habe. Gucken, wie viel wir damit reinbekommen. Ah, das ist halt jetzt schon relativ voll, ne? Gucken, ob das noch besonders viel bringt. Solar Power brauchen wir. Interior Heat Probe. Was für Verbindungsnupsis meint ihr denn? Die hier oder was? Connector Ports. Nehmen wir noch zwei mit. Wer weiß, wofür man sie mal braucht. So, also dann haben wir ein bisschen Ground Experiments. Da können die mitarbeiten. So, wir haben Habitation, wir haben ein bisschen Essen. Gut, was wir nicht transportieren können, ist Essen. Das müsste man halt irgendwie anbauen. Und was wir nicht transportieren können, momentan zumindest, ist. Fuel. So, fällt mir gerade mal so ein. Wir brauchen Fuel-Transportkapazitäten.
Okay, wenn wir eine volle Ladung mitnehmen, haben wir immer noch 726 Delta V und eine Thrust Rate Ratio von 1,03. Das heißt, wir können fliegen. Cool, Monopropellant können wir bei uns selber transportieren. Und wir sollten sie vielleicht einfach noch richtig rum anbauen. Was haltet ihr davon? Weil dann, wenn wir nichts transportieren, stören die nicht. Und wenn wir was transportieren, haben wir noch genug Kapazität, um zu fliegen, zumal wir auch noch ein bisschen was ausbauen oder ausladen. So, inflikten die irgendwelche Probleme mit dem Solarpanel? Nö. Das sieht ganz gut aus. Gut. Weil so normalerweise sehen die okay aus. So, in die Kapsel noch die Stromstecker für die Bodenexplosion. Ach shit. Die Stromstecker müssen wir auch noch mitnehmen. Ich habe ganz vergessen, dass man die auch noch braucht. Aber vielleicht haben die einfach nicht viel Masse. Hm, zwei. Shit. Fällt mir aber ein guter Trick für ein. So. Dann können wir den Rest an Bodenexperimenten noch mitnehmen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Kaltkathode, Dingsbums haben wir auch noch nicht. So, das haben wir jetzt. Okay, cool. Was, wie, wo? Was Kreatives und Cooles sein. Bärbel. Stimmt, den Schraubenzieher brauchen wir auch dafür. So, das heißt nicht Bärbel. Ja, ich brauche pro Experiment zwei Stecker. Genau. Das habe ich 10 Stück mitgenommen. Dann kann ich 5 Experimente verbinden. Ich habe, glaube ich, eh nicht genug Stromanschlüsse, um alle anzuschließen. Ich mache da mal, ich steck die mal um. Bärbel, Freunde. Ich denke nicht, dass wir das Bärbel nennen. Das ist ja kein Tier oder so. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für alle Bärbels, die das jemals zu Gesicht bekommen, dass ich solche Referenzen hier mache. So, dann nehmen wir doch mal wieder unser Lieblings-Subassembly und hoffen, dass das sich einfach auf automagische Art und Weise löst, unser Problem, indem es bla bla bla. Ja, wir bauen eh noch ein bisschen was ab gleich wegen nicht recoverbare erste Stage. So, zack, zack. Hitzeschild weg, das da weg, das da weg. Normaler Decoupler ran. Und ein Adapter auf die richtige Größe. Zack. So, bei 5300. Das sieht doch langsam nach was aus. So. Ich glaube, damit können wir arbeiten, würde ich sagen. So, damit kommen wir dahin. Dann brauchen wir halt noch 100. 80, um einmal zu landen, und dann können wir ab dort uns betanken mit hergestelltem Monopropellant, sobald wir einmal unten stehen. Sehr schön, okay. Das heißt aber auch, dass wir das hier einmal sicherstellen. Jawohl, Autostraddle ist ins Root-Part. Carbon Atmospheric 1,4. Die Bertram. Ich weigere mich, das zu kommentieren. Ich weigere mich schlicht und ergreifend. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob ich einen Wissenschaftler habe, den ich noch freiwillig direkt mit verhaften kann. Ja, aber es ist tatsächlich ein sehr kompaktes kleines Gefährt, das aber die wichtigsten Sachen transportieren kann. Und sogar ausreichend Supplies hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. So.
Build Fairing. Ich höre halt nicht auf den Chat. Ich lese, was ihr da tut, aber ich bin nicht bereit, mich dieser Erniedrigung hinzugeben, das Teil Bärbel zu nennen. Ich denke, wir sind mit Ursula damals schon ein bis 15 Schritte zu weit gegangen. Wenn ihr mich persönlich fragt. Das ist der Minmus-Pendler. Ich bin gerne, wir haben das andere Ding, haben wir Viper genannt. Wenn jemand was in die Richtung hat, so irgendwas... Dann lasse ich mich da gerne überzeugen. Ich könnte das zum Beispiel, wenn wir bei dem Battlestar Galactica-Thema bleiben wollen, könnte ich's Raptor nennen. So. Wobei ein Raptor eigentlich... Na, obwohl, wir bereiten da die Deep Space-Mission vor. Also man könnte es Raptor nennen später, wenn es da ist. Aber das kann man ja immer noch umbenennen. Jetzt ist es erstmal der Minmus-Pendler. So, safe. Die Python ist aber dann eher... Elite Dangerous, meine ich, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Wir haben den ganzen Kram mit. Strom, check. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Personal. Und dann können wir das Ding noch losschicken, so als letzte Aktion heute. Ja, genau. Da haben sich schon wieder 1000 Leute reingeschlichen. Also. Ja, Touristen habe ich ja echt viele. Jetzt gucken wir mal, ob ich Glück habe und einen Scientist dabei habe, der auch nach Minmus will. Sonst wird's kacke. Ich prüfe gerade mal ganz kurz meine Excel-Listen. Welchen Beruf willst du haben? Pilot. So, wo sind meine Piloten? Ja gut, Fischkopf war prinzipiell solchen Sachen gegenüber offen. Achso, shit, ich will ja gar nicht Piloten, ich will Scientist. Hahaha, wir ignorieren das mal. Wildhawk ist nicht da. Marvelt möchte gerne auf die Moon Space Station. Tobs und Svensson wären bereit, nach Minmus zu gehen. Ich glaube, die sind aber auch schon irgendwo unterwegs. Ich könnte Marvelt einfach einpacken. Der TIE Fighter, oh Gott. Ich glaube, ich nehme einfach Marvelt mit. Der kommt mit. Ich wollte auf die Moon Space Station der Sache am nächsten. Herzlichen Glückwunsch, du arbeitest jetzt auf der Minmus Space Station demnächst, wenn du diesen Start hier überlebst. So, jetzt bringen wir ihn da noch hin. Mal eben schnell. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder ein paar Tage näher an der ganzen... Die Rakete. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll, ohne ausfallend zu werden. Rakete. Das war klar, dass das von dir kommt, Schnorpel. Ich fasse das kurz zusammen. Nein, wird nicht passieren. Nicht Rakete. Habt ihr das mal beschlossen? Ja. Ihr habt das mal beschlossen. Ja. Gut, Rakete. Schub. Vollschub. Der Gerät auch sicherlich nicht. SRS ist an und dann fliegen wir mal los in Richtung Minmus in der Hoffnung, dass unsere Delta V dafür ausreichen, für das, was wir hier so vorhaben. So. Das Ganze geht als erstes direkt mal wieder in Richtung 90 Grad. So, und wir können uns währenddessen schon mal Minmus als angepeiltes Ziel schnappen. Es sieht heute wieder sehr nach einem Descending Node, Ascending Node Start aus. Nervenkobold, moin! Und willkommen bei den letzten Minuten. Quasi den letzten Start hast du dir noch gezockt. Den kannst du noch mitgucken. Danach wird's dünn. So, ich glaube, diesmal fliege ich den Booster mit voller Absicht leer.
Einfach um sicher zu gehen, dass auf jeden Fall die Landefähre sicher ankommt. Oh, ich komme ein bisschen flach raus da. Ich kann auch nicht dagegen steuern, weil die Kiste zu wenig Trieb hat. Na, mal gucken. Na, mal gucken. Also wir sind ja schon auf 16 Kilometer, 17 Kilometer Apoapsis. Wir kommen ein bisschen langsam raus aus der Nummer. Aber immerhin fliegen wir noch. Wir haben uns noch nicht überschlagen. Denke mal, das ist nicht der beste Exit-Winkel, den wir jemals hatten. So, ich muss jetzt mal kurz warten, dass das Teil hier aufhört zu brennen. Sonst würde ich nur ungern das Fairing aufmachen. So, Ehrgeiz. Los geht's. Und Höhe nehmen. Oh Gott, nicht überschlagen, aber Höhe nehmen. Können wir da irgendwie so ein Zwischending draus machen? I need the hate. Shit, das ist natürlich auf dem Triebwerk hier relativ suboptimal. Und ratet mal, wer hier null Sicherheitstoleranzen drin hat, um irgendwo zu landen. Genau, ich. Ich habe da wieder mal null Sicherheit eingebaut. So, und jetzt hoffen wir mal. Time to Apoapsis. Ich krieg's ein bisschen gefangen, auf jeden Fall. Die Frage ist, ob ich auch hoch genug rauskomme, um das Ding in Orbit zu bringen. So, okay, ich habe die Time-to-Apoapsis unter Kontrolle. Das ist schon mal viel wert. Jetzt muss ich nur noch aus der Atmosphäre raus. Möglichst bald. Ja, ich bin ein bisschen zu zeitig in den Gravity-Turn rein und dann nicht mehr rausgekommen. Also das war jetzt so der Haken an der ganzen Geschichte. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht zu viel gegen die Atmosphäre verlieren. Wir sind nämlich nicht so flach. Also nicht so weit hochgekommen. Schauen wir mal. Heute mal mit Effekten. Also, blödester Fall ist jetzt, wir müssen. Schauen wir gleich mal, wenn wir in Orbit sind. Blödester Fall wäre, wir müssen tanken oder irgendwie sowas. Dann würde ich wahrscheinlich mal gucken, ob wir an der Körbenraumstation uns Sprit schnorren können. Damit wir mit der Stage noch irgendwo hinkommen. Aber noch haben wir 1700. Das sieht gar nicht so übel aus. Gucken wir mal. So. Aber wenn ich so die Delta-V-Werte sehe, würde ich schon sagen, ja, lasst uns mal ein Rendezvous mit der Kerbin Space Station noch einplanen. Damit wir nicht ganz so blöd aus der Wäsche schauen. Und uns nochmal betanken können.
So. Schlimmste Part ist durch. Wir lassen uns dann gleich. Ja, wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich glaube, wir gehen auch noch ein bisschen höher. 550 kann schon hoch, damit die Station uns auch tatsächlich einholt. So, und dann gehen wir rüber auf die APO. Erstmal gehen wir aus der Atmosphäre raus. So, was jetzt schon wieder? Achso, ja, gut. Das konnte nicht funktionieren, ja. Da war kein Treibstoff mehr drin. Zur Kenntnis genommen. Heute haben wir es ausgereizt. Genau, dann würde ich sagen, wir fliegen an die Raumstation gleich, wenn ich den Orbit habe. So, sind wir jetzt bald mal aus der Atmosphäre raus hier. Dankeschön. So, jetzt können wir nämlich echt einen Zeitraffer machen. Auf 150 Kilometer hoch, ziehen einmal unseren Orbitkreis rund und dann gucken wir uns mal ganz kurz die Kerbin Space Station an, ob die Treibstoffvorräte für uns hätte. Ich glaube, da lagert noch was. Ich meine, ich habe da ja mal so per Kaltverschmelzung aus Versehen eine Rakete rangedengelt, die da nicht hätte rangedengelt werden sollen. Dann tanken wir einfach den Tank hier wieder auf und können dann zusehen, dass wir damit noch irgendwie... Und dann kommen wir, glaube ich, auch relativ entspannt nach Minmus. Ein bisschen noch. Okay. Machen das jetzt mal so exakt, wie es irgendwie geht. Das gab auch ein bisschen Kohle zurück, immerhin. So, dann haben wir noch 63 Meter pro Sekunde. In dieser Stage zumindest. Die müssen wir aber auf jeden Fall behalten. So. Also, wir sind da. Da ist die Raumstation und sie kommt jetzt langsam näher. Das dauert natürlich jetzt einen Moment. Das ist ein Mod, dass ich die alle gleichzeitig aufmachen kann, Nasradam. Das heißt All Your All. Mit dem kann man sowas sagen wie alle Antennen ausklappen, alle Solarmodule ausklappen und so weiter und so fort. Gut, jetzt gucken wir mal, ob da die Lösung unserer Probleme liegt. Sonst haben wir nächstes Mal noch eine andere Aufgabe vor uns. Aber ich glaube, da liegt sie. Jawohl, da ist noch ein bisschen Sprit drin. Da ist noch richtig viel Sprit drin. Okay, cool. Dann können wir uns hier die ganzen Dinge mal klauen gehen, die man so braucht. Da muss das Shuttle halt mal kurz für uns Platz machen, damit wir hier abliefern können. Da können wir auch mal gucken, ob wir nicht noch einen passenden mitnehmen. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Wir haben jetzt gut und gerne 3,5 Stunden Stream durch. Morgen gibt es auf jeden Fall abends die SpaceX-Nummer und wir werden tagsüber irgendwas spielen. Ich muss mal gucken. Ich werde sicherlich Montag tagsüber irgendwas spielen. Was kriege ich morgen noch irgendwie in meinem Gehirn konstruiert und sage dann auch noch Bescheid. Ihr seht ja, wenn ich online gehe. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr euren Sonntagnachmittag mit mir verbracht habt. Abos, Follows und gute Meinungen und schlechte Namen dagelassen habt. Und wir sehen uns dann am Montag wieder. So lange sage ich nur noch, mein Name ist Robert und tschüss.